Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wassenberger Tauchkeller. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollen wir uns mal mit unseren Flaschenventilen beschäftigen. Die werden meist vernachlässigt und die meisten sehen erst dann Handlungsbedarf, wenn sich hier fast gar nichts mehr drehen lässt. Sorry, wenn ich euch da widerspreche, aber auch eure Ventile sollten eine gewisse Pflege erhalten. Das ist gar nicht mal so aufwendig und ich sag mal vorsichtig, die meisten könnten das sogar selber machen. Darum nehme ich euch heute mal mit und wir werden gemeinsam ein Flaschenventil überholen. Das ist eigentlich egal, ob das ein Monoventil ist oder Ventile von einer vom Doppelgerät. Die sind im Prinzip alle identisch aufgebaut. Wenn euch das interessiert, bleibt doch einfach dran. Hier seht ihr mal, was man für eine Ventilüberholung alles benötigt. Da haben wir zum einen den Ventilausdreher. Dann brauche ich recht gerne diese Pfeifenreiniger, wofür wir das Loctite brauchen, komme ich später drauf zurück. Natürlich brauchen wir Crystal Loop, einen O-Ring-Ausheber, Tape oder aber einen Blindstopfen. Das brauche ich, wenn ich das Ventil ausgedreht habe, verschließe ich die Flasche wieder, um zu verhindern, dass sich während der Arbeiten am Ventil Luftfeuchtigkeit in der Flasche absetzt. In einem normal beheizten Raum dürfte das eigentlich kein Problem sein, wenn sie offen ist, aber um da vorzubeugen, verschließe ich die Flasche. Wer solche Blindstopfen nicht hat, kann es auch einfach mit Tape sauber verschließen. Es verhindert, dass sich ungewollt irgendwelche Teile in die Flasche verirren, beziehungsweise halt damit keine Luftfeuchtigkeit eindringt. Naja, ich brauche natürlich noch einen Maulschlüssel, den Schraubendreher, um die Mutter zu lösen von der Seite. Eine Wasserpumpenzange habe ich, oder Wasserpumpenzange, eine Universellzange, wofür wir die brauchen, sehen wir gleich noch. Und eine Lampe, um, wenn ich die Flasche schon mal aufhabe, schaue ich natürlich in die Flasche rein, um zu gucken, ob dort mal Wasser eingedrungen ist oder durch Salz kann Aluminium auch korrodieren, in Anführungsstriche, um da zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Kontrolliere es direkt, da die Flasche jetzt eh einmal offen ist. Des Weiteren, wenn man feststellt, hier geht es noch relativ gut, aber falls es dann doch sein muss, ein Revisionskit, sodass ich alle Teile im Ventil austauschen kann und einen Flaschen-O-Ring oder Flaschenhals-O-Ring. Wichtig natürlich, Flasche muss drucklos sein. Im Idealfall, wenn man weiß, dass man sein Flaschenventil überholen möchte, taucht man die Flasche natürlich beim letzten Tauchgang möglichst leer, das heißt auf 50 Bar runter und lässt halt die letzten 50 Bar abströmen. Hier bei der kleinen Flasche, bei der Pony-Flasche ist es nicht ganz so tragisch, die kann man auch komplett abströmen lassen. In dem Falle hier muss die Flasche zum TÜV, von daher bietet sich das immer an, dass man dann sagt, okay, dann revidiere ich meine Ventile. Zu Beginn fange ich an und löse mit dem Schraubendreher das Handrad. Da kommt eigentlich nicht viel zum Vorschein, eine Art Überwurfmutter, eine Feder und an der Innenseite eine Teflonscheibe. Diese dient eigentlich nur dazu, dass hier nicht Metall auf Metall schubbert, sondern da halt eine Gleitfläche bildet.
Und wenn wir sehen, von innen sieht das auch schon ganz schön lecker aus, genau wie die Gleitscheibe. Von daher, ja, das Ventil war mal wieder fällig. Nun gehe ich hin und löse die Verschraubung. Damit komme ich eigentlich ans Innenleben des Ventils. Das kann ich eigentlich auch direkt schon komplett rausdrehen. Hier sehen wir das komplette Innenleben. Normalerweise kann man das recht easy rausdrücken. Ist wahrscheinlich schon ein bisschen her, dass hier eine Wartung gemacht worden ist. Da haben wir es. Ja, das sieht ja von innen so aus, als wäre es allerhöchste Zeit, hier mal wieder sauber zu machen. Ja. So sollte ein Ventil von innen natürlich nicht aussehen. Ich muss natürlich auch noch zur Schande gestehen, das ist einer meiner Ponyflaschen und okay. Hier haben wir auch noch den eigentlichen Verschluss. Das ist eigentlich der Stopfen, der, ich hoffe, man kann das sehen, hier auf den Dichtring drückt, um zu verhindern, dass die Luft aus der Flasche freigegeben wird. Ja, wir schauen uns die Teile nachher natürlich an, wenn die alle schön gereinigt worden sind. Das ist eigentlich schon alles, was im Ventil drin ist. Ihr seht, das ist also nicht sehr viel. Jetzt nehmen wir unseren Ventilausdreher und drehen das Ventil aus der Flasche. Bleib hier. Sollte das sich das Ventil nicht so lösen lassen, wie ich es gerade gemacht habe, dann sollte aber ein Schlag mit dem Hammer reichen, um das Ventil zu lösen. Hier haben wir die Flaschenhalsdichtung und das Ventil ist draußen. Da wir die Flasche offen haben, können wir einfach mal überprüfen, ob irgendwelche Ablagerungen drin sind. Aber das sieht alles sehr gut aus. Mal schauen, vielleicht könnt ihr das sehen. Könnt ihr das? So, und dann gehe ich hin und verschließe mit dem Stopfen einfach die Flasche und stell sie beiseite. Wenn ich das Ventil soweit zerlegt habe, unterziehe ich das erstmal einer Sichtprüfung, um zu schauen, ob irgendwelche Beschädigungen vorhanden sind. In dem Falle sieht das recht gut aus. Ich gehe auch immer wieder hin und entferne dieses Steigrohr oder Wasserrohr. Es geht relativ einfach, Lappen drum. Und dann anlösen und dann können wir es rausdrehen. Ihr seht, dass recht viele kleine Bohrungen drin sind. Dafür ist es eigentlich ideal, wenn man so einen Pfeifenreiniger hat. Damit kann man nachher super gut in die Bohrungen reingehen. Natürlich nicht trocken,
dann löst sich der Dreck schlecht. Das heißt also, wir werden es mit einer Flüssigkeit machen. Wenn man kein Ultraschallbad hat, ist das eigentlich eine super Sache, wenn man hier mit so einem Pfeifenreiniger da mal durchputzt. Ja, ich glaube hier zu diesem, ich hoffe, ihr könnt das sehen, Ex-O-Ring brauche ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Der muss natürlich getauscht werden. Klare Sache. Das hier sieht eigentlich recht gut aus. Das heißt, werden wir nur reinigen. Das gleiche hier bei dem Rubber-Nap, den werden wir also auch putzen. Das kann man einfach in einer Lauge machen. Ja. Vielleicht eine kleine Bürste dabei, sodass man die Riffen wieder sauber kriegt. Und hier drin natürlich auch. Ich verwende da recht gerne eine elektrische Zahnbürste vom Sohnemann, die auf Batterie funktioniert, die er nicht mehr braucht. Und ja, so ein bisschen Nachhaltigkeit. Ja, hier holen wir den Teflonring ebenfalls raus und den O-Ring machen wir auch ab. Ja, damit haben wir das Ventil komplett zerlegt. Jetzt geht es ans Putzen. Was wollen wir im ersten Schritt erreichen? Natürlich möchten wir Verunreinigungen lösen. Das heißt, ich fange einfach an mit dem Ventilgehäuse und lege das mal vorsichtig ein. Das gleiche mit dem Rubbernap und alle anderen Teile auch. Das kann man jetzt auch ruhig gerne mal 5 Minuten drinnen liegen lassen. Ich habe jetzt hier einfach ein Spülmittel genommen, um in einem ersten Schritt die Sache fettfrei zu machen. Und anschließend werden die Teile nochmal im Ultraschallgerät gereinigt oder Ultraschallbad gereinigt. Wer kein Ultraschallbad hat, kann im zweiten Schritt hingehen und macht sich eine Lösung mit Dive Clean an, um da drin alle Teile nochmal sauber zu waschen. Nachdem die Sachen 5 Minuten, circa 5 Minuten oder 10, egal, eingeweicht sind, kann man wunderbar hingehen und anfangen, die Sachen zu reinigen. Das heißt, in dem Falle kommt mein Pfeifenreiniger zum Einsatz und hier gehe ich dann wirklich hin und putze die Sachen. Eigentlich kann da nicht großartig was an Dreck drin sein, aber nichtsdestotrotz, wenn wir es schon mal offen haben. Nutzen wir das natürlich auch. Ebenso durch Steigrohr oder Wasserrohr. Und bei allen anderen Teilen gehe ich hin. Mit dieser elektrischen Zahnbürste. Es geht natürlich auch mit einer normalen Zahnbürste, ja, die nicht mehr gebraucht wird. Hat eigentlich jeder, von daher. Und löse halt in dem Bereich, wo Gewinde sind, den Schmutz raus. Für Bereiche, wo ich nicht mit der Zahnbürste reinkomme,
kann ich natürlich entweder einen kleinen Pinsel verwenden oder aber ich nutze dann eigentlich immer wieder den Pfeifenreiniger. Worauf man immer wieder achten sollte, ist auf diesen Vierkant hier. Dieser überträgt die Drehkraft vom Rubbernapp und der geht jetzt noch. Aber manchmal hat man wirklich, dass die Ecken hier schon fast rund gedreht sind und dann sollte man die Geschichte halt austauschen. Ja, achtet da drauf, das hat nachher keinen Zweck. Ihr dreht nachher den Rubbernapp drüber und das Ventil lässt sich weder öffnen noch schließen und das ist blöd. Nachdem alle Teile gereinigt worden sind, spüle ich diese nochmal in klarem Wasser. Bevor es dann ins Ultraschallbad geht. Den Rubbernapp brauchen wir natürlich nicht im Ultraschallbad zu reinigen, aber alle anderen Teile. Reinige ich im Ultraschallbad. Wer keins hat, würde in dem Falle das Wasser tauschen und sich eine Lösung mit Dive Clean anmachen und da drin alle Teile nochmal spülen. Nachdem alle Teile im Ultraschallbad waren, darf ich natürlich nicht vergessen, diese zu trocknen. Das geht am besten mit trockener Pressluft, indem ich hingehe und überall ausblase. Ich habe das natürlich schon gemacht, weil ich euch den Krach nicht zumuten möchte. Wenn ich hier längere Zeit mit Pressluft hantiere, geht sich nur der Vollständigkeit halber, euch das zu sagen, dass man da dringend die Sachen auch trocknen muss. Weil mache ich das nicht, drücke ich mir die ganze Feuchtigkeit beim ersten Füllen der Flasche in die Flasche rein und dann hätte ich mir das alles sparen können. Also, immer dran denken, ja? Ich habe spaßeshalber auch mal die Teflonscheibe gereinigt. Ihr könnt sehen, das ist schon ein gravierender Unterschied zu dem, wie es vorher war. Man könnte diese wieder einsetzen, weil die eigentlich nur die Reibung zwischen den Metallflächen unterbinden soll. Wir nehmen natürlich eine neue und fertig. Das gleiche gilt für die O-Ringe und für den Teflonring. Ja, womit fangen wir an? Wir fangen natürlich mit dem O-Ring an. Den streifen wir natürlich vorsichtig drüber. So, das sieht wieder nach O-Ring aus. Das sieht auch wieder ganz vernünftig aus. Natürlich tauschen wir auch. Wobei, man hätte auch den alten verwenden können. Hier ist keinerlei Belastung. Das ist eigentlich nur zum Abdichten. Wir tauschen ihn aus. Und gut ist, aber jetzt als Privatmann könnte man auch den Original wieder einsetzen, wenn er nicht kaputt ist. Ja? Immer vorausgesetzt. So, dann können wir auch den Mitnehmer wieder einsetzen und hier gehe ich gerne hin und setze hier etwas mehr Fett rein, so dass sich das hier drin super gut dreht.
Das gleiche gehe ich hin in der Nut, sodass die beiden Flächen, oder auf der Seite ist es besser, könnt ihr es besser sehen, sodass die beiden Flächen etwas ja, besser aneinander vorbeigleiten und wir weniger Reibungswiderstand haben. So, und dann kann ich schon mal hingehen und die Sache wieder einbauen. Ziehen wir leicht an, können mal schauen. Ach, das sind Welten. Den Rabbernapp montieren wir erst wieder, wenn das Ventil verbaut ist, weil wir hier die Schraube noch kurz oder Mutter kurz nachziehen. Ja, dann werden wir natürlich wieder unser Steigrohr verbauen. Das drehen wir auch einfach wieder rein. Dann zum Schutz unser Tuch drum und leicht angezogen. Fertig. Hier nehmen wir auch einen neuen O-Ring. Dieser bitte nicht fetten. Ja. Und dann können wir schon hingehen und unser Ventil wieder einbauen. Bevor ihr jetzt die große Keule auspackt und hier mit brachialer Gewalt mit dem Hammer drauf schlagt, es reicht eigentlich zu, wenn man das Ventil so fixiert. Bevor wir es vergessen, nachziehen und gut ist. So, wir nehmen unsere neue Teflonscheibe. Wir nehmen unser. Schaut mal, wie sauber der wieder ist. Unserem Rubbernapp. Montieren diesen wieder. Boah, besser als neu. Gehen hin. Und verbauen die Feder. Und jetzt kommt Trick 17. Damit sich diese, ich sag jetzt mal, Mutter nicht lösen kann, träufel ich hier ein kleines bisschen Loctite drauf. Aber bitte nur mittelfest, sonst kriegt ihr das nie mehr ab. Ja? Also nicht, dass ihr da festnehmt, sondern wirklich nur mittelfest. Und dann kann ich nämlich wunderbar hingehen und die Schraube so weit anziehen, dass, ich hoffe, ihr könnt das sehen, die Gewindestange oder das Gewinde, was rausschaut, bündig mit dem Schlitz ist. Das reicht völlig zu, wenn die gesichert ist, damit sie sich nicht mehr ablösen kann und ich verringere dadurch die Reibefläche zwischen dem Rubbernapp und dem eigentlichen Ventil. Ja, dann drehen wir es noch zu, werden die Flasche gleich füllen. Und damit ist eigentlich unsere Revision abgeschlossen.
Damit sind wir auch wieder am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund, geht tauchen. Wir sehen uns am See oder im nächsten Video. Bis dahin, euer Rolf. Ciao.